Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie man sich EA Play holen kann und wie man das dann auch direkt wieder kündigen kann, sodass man eben nicht Gefahr läuft, dass man es irgendwie automatisch die ganze Zeit wieder neu verlängert. Und ich werde euch zeigen, wie ich mir FIFA 21 holen werde mit insgesamt 20% Rabatt. Kurze Werbung noch in eigener Sache, ihr könnt sehr, sehr gerne mal meinen FIFA 21 Trading Discord Server abchecken. Es gibt einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Bereich. In den kostenpflichtigen Bereich könnt ihr aber tatsächlich mit einem Twitch Prime Sub gratis reinkommen. Checkt das einfach mal ab, die Links dazu sind in der Beschreibung. Okay Freunde, wir starten jetzt direkt rein mit dem Video und zwar, wenn ihr in FIFA 20 reingeht, dann seht ihr, okay, man bekommt hier einen Ingame-Treue-Rabatt und da steht eben 10%. Das heißt, du bekommst 10% auf die Ultimate Edition, zahlst statt 100 Euro nur 90 Euro und ich kann euch aber sagen, wie ihr insgesamt ca. 20% sparen könnt. Und zwar müsst ihr dafür EA Play holen. Ihr müsst zuerst mal in den PlayStation Store gehen und euch dort eben EA Play runterladen. Dazu geht ihr einfach auf die Suche, gebt hier ein EA und dann kommt eh schon EA Play Hub. Das müsst ihr euch runterladen. Das ist dann eine Anwendung auf der PlayStation. Ich kann sie jetzt schon starten, weil ich sie schon runtergeladen habe. Also ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Da klickt ihr dann einfach mal drauf und dann geht ihr auf EA Play beitreten. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Jahres- oder eine Monatsversion zu nehmen. Ich werde die Monatsversion nehmen, aber angeblich ist es so, dass man mit EA Play in FIFA 21 im Laufe des Jahres auch noch Belohnungen in-game bekommen kann. Also man wird sehen, ob es sinnvoll ist. Wenn es sinnvoll ist, kann ich es mir im Nachhinein ja noch holen und ich werde mir jetzt erstmal die 4-Euro-Version holen. Als nächstes klickt ihr hier einfach drauf und abonniert das Ganze sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder nur mit PayPal oder Kreditkarte geht und nicht mit PSN-Guthaben. Wieso? Weil EA eventuell will, dass man das Ganze immer wieder weiter verlängert. Ja? Also wenn ich das jetzt hier hole und eben dann nichts mehr einstelle, dann wird es automatisch verlängert. Wenn ich jetzt aber eben hier sage, ey, ich will es nicht automatisch verlängern, wie das genau funktioniert, zeige ich euch noch, dann wird es auch nicht automatisch verlängert. Das Problem ist nur, glaube ich, eben, dass das nicht mit PSN-Guthaben geht, sondern eben wieder nur mit PayPal oder Kreditkarte. So war es zumindest im letzten Jahr, beziehungsweise ja, doch im letzten Jahr war es eben so, dass man das nicht mit PSN-Karten holen konnte. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Monat EA Play, wir akzeptieren das und fahren fort und hier haben wir dann eben PayPal angegeben und ich bestelle und bezahle das Ganze jetzt einfach mal und dann sollte das Ganze eigentlich auch schon ziemlich schnell funktionieren. Perfekt, weil ich alles schon angegeben habe, Zahlungsmethode und alles, ist das jetzt ziemlich schnell gegangen. Wir haben das Ganze geholt, 4 Euro, zack. Und ja, das war es jetzt auch schon mal mit EA Play. Also jetzt haben wir EA Play. Um jetzt eben die automatische Verlängerung auszustellen, müsst ihr bei EA Play einfach nur auf mein Konto gehen und dann hier auf Mitgliedschaft verwalten. Und dann seht ihr genau angezeigt, wie ihr das Ganze in den PSN-Einstellungen machen könnt. Okay, ihr geht hier einfach auf Einstellungen, dann Kontoverwaltung, dann Kontoinformationen. Dann scrollt ihr hier ein bisschen runter und seht dann hier PlayStation Abonnements und da ist eben dann das EA Play Abonnement dabei. Ihr seht auch, PlayStation Plus habe ich, das will ich auch immer verlängern, aber EA Play möchte ich nicht verlängern. Ihr seht hier, es läuft ab am 16.10. EA Play bzw. EA Access, also der Vorabzugang, wo man 10 Stunden FIFA 21 spielen kann, beginnt ja schon am 1. Oktober. Das heißt, ich kann das eh ausstellen, weil ich muss es danach nicht mehr verlängern. Automatische Verlängerung ausschalten, die automatische Verlängerung ist jetzt ausgeschaltet. Ganz einfach, so funktioniert das. Durch EA Play bekommt ihr natürlich auch auf alle FIFA Points 10% Rabatt. Das heißt, wenn ihr in FIFA 21 vorhabt, euch FIFA Points zu holen, ist es natürlich sowieso sinnvoll, sich eben EA Play auch zu holen. Okay, ich zeige euch jetzt eben, wie ihr die Ultimate Edition noch günstiger bekommt. Und zwar geht ihr hier im normalen FIFA 20 Menü auf Spare bei FIFA 20, Ingame Treue Rabatt, bestelle und erhalte 10% Rabatt auf die Ultimate Edition. Wir klicken auf X und werden jetzt weitergeleitet. Und dann seht ihr hier auch schon die Ultimate Edition, 3 Tage Vorabzugriff, 24 seltene Gold Packs, alles mögliche ist hier am Start. Wir klicken auf Vorbestellen und dann sehen wir hier auch schon, dass es nicht nur 10% Rabatt sind, sondern tatsächlich 19% eigentlich insgesamt, also zweimal 10%, aber eben die zweiten 10% sind von den 90 Euro gerechnet, deswegen kommt man dann eben auf 80,99 Euro, weil eigentlich kostet die Ultimate Edition ja 100 Euro, ja, 100 Euro ist schon sehr
sehr, sehr viel. Durch EA Play zahlt ihr eben nur 80 Euro oder 80,99 Euro eben, und wenn ihr das eben über FIFA 20 holt. Das heißt, ihr bekommt eben zweimal diese 10% und das ist schon relativ nice. Ihr müsst natürlich bedenken, dass ihr halt jetzt 4 Euro ausgegeben habt für EA Play. Also ihr könnt es auch irgendwie umrechnen und sagen, ey, das kostet insgesamt jetzt 85 Euro. Allerdings bekommt ihr ja in-game auch 24 seltene Goldpacks, was wirklich, wirklich viel ist. Ihr bekommt 3 Tage Vorab Zugriff, könnt schon am 6. Oktober spielen. Und ihr könnt eben 10 Stunden Spielzeit ab dem 1. Oktober spielen. Also das sind schon enorme Vorteile und das lohnt sich in meinen Augen wirklich komplett. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Vorbestellen klicken und ihr seht auch oben schon, das ist die Ultimate Edition für PS4 und PS5, weil viele auch gefragt haben, ey, muss ich mir das auf der PS5 nochmal holen? Natürlich nicht, ja, ihr bekommt das dann gratis für die PS5 sozusagen auch mitgeliefert. Und hier klicken wir dann einfach auf Akzeptieren und Fortfahren. Ihr seht auch nochmal Verfügbarkeitsdatum 6.10., also da kommt dann ja eben die Vorbestellerversion sozusagen raus. Ich zahle das Ganze wieder mit PayPal, bestelle das Ganze sozusagen vor und bezahle, und das sollte jetzt eigentlich reibungslos funktionieren und ich sollte FIFA dann eben am Start haben. Ihr seht es hier, genau, ja, das war's auch schon. Ich habe es schon vorbestellt, Kauf ist abgeschlossen. Dies ist der von Ihnen vorbestellte Inhalt. Also ihr seht auch schon, zack, wir haben die Ultimate Edition jetzt. Und wir haben wirklich nur 81 Euro gezahlt und eben die 4 Euro für EA Access. Aber das ist schon wirklich, 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 wirklich am sinnvollsten, finde ich. Hier steht dann auch schon ein voraussichtliches Datum für den Download-Start. Das wäre in diesem Fall der 4. Oktober, also 2 Tage vorher. Das ist, wie gesagt, dann eh automatisch. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur mal die PlayStation irgendwann anmachen. Und dann lädt das eben die FIFA 21 Ultimate Edition auf eure PlayStation runter. Ihr seht, 19 Tage sind es nur noch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist ja eben so, dass wahrscheinlich am 30. September die Web-App kommt, dann am 1. Oktober eben EA Play bzw. EA Access, 6. Oktober Vorbestellerversion und 9. Oktober die normale Standardversion. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen an mich haben solltet, dann schreibt die gerne in die Kommentare rein. Ihr könnt das Video sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen, denn ich denke, mit diesem Video konnte ich einigen Leuten hoffentlich eben weiterhelfen, auch eben ein bisschen Geld zu sparen, weil ja doch eben man normalerweise einfach 100 Euro zahlen würde. Und ich denke, das wissen auch nicht alle. Ein paar werden es wissen, aber eben nicht alle. Deswegen hoffe ich, das Video hat dir gefallen und wenn ja, unterstütze es gerne. Du kannst gerne noch die Links in der Beschreibung abchecken zu meinem Partner, wo du dir PSN-Karten und so holen kannst. Das heißt, wenn du dir FIFA sowieso vorbestellst, eben über PlayStation, also über PSN, dann kannst du es sehr, sehr gerne mit den PSN-Karten von MMOGA machen. Link dazu ist in der Beschreibung und damit unterstützt du mich eben enorm. Also das kannst du auch sehr, sehr gerne machen. Und ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.